Hey Loka, wie ist schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Heute machen wir ein richtig einfaches Rezept, weil ich weiß, ihr liebt einfache Rezepte und ich kann es auch nachvollziehen, weil wer steht nach der Arbeit oder nach einem harten Arbeitstag gerne lange in der Küche? Wahrscheinlich die wenigsten von uns. Und deswegen machen wir heute die allseits beliebte Schüttelpizza. Der Name von diesem Rezept kommt daher, dass alle Zutaten einfach nur in eine Schüssel kommen und dann kann man das Ganze im Prinzip schütteln oder man darf es auch umrühren. Aber daher kommt eben der Name. Und die erste Version dieses Rezepts ist tatsächlich schon seit fast 10 Jahren auf meinem Blog. Aber heute machen wir eine neue Variante. Und zwar Schüttelpizza im Flammkuchen-Style. Die Originalversion verlinke ich euch aber auch in der Infobox, dann könnt ihr euch entscheiden, welche Schüttelpizza ihr zuerst probiert. Ich würde sagen, dann legen wir jetzt auch direkt los. Ich zeige euch als erstes einmal alle Zutaten. So, hier seht ihr einmal die Zutaten. Die Hauptzutat ist Hüttenkäse. Ihr könnt aber auch Quark oder Skyr zum Beispiel benutzen. Ich finde den eigentlich ganz gut und von dieser körnigen Konsistenz merkt man nach dem Backen auch nichts mehr. Dann für unsere Flammkuchenversion nehme ich natürlich gewürfelten Schinken und Frühlingszwiebeln. Zur Bindung dann natürlich 4 Eier und Käse, entweder gerieben oder ihr schneidet ihn euch selbst in Würfel. Ich habe ihn hier einfach mal zugeschnitten, weil ich keinen Raspelkäse mehr hatte. Und weiterhin zur Bindung noch ein paar gemahlene Mandeln. Und natürlich wird das Ganze auch gewürzt und zwar mit Salz und Oregano. Ich finde, Oregano ist eh das leckerste Gewürz und macht das fast in jedes Gericht rein. Ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, welches euer liebstes Gewürz ist. Also, ihr seht, die Zutaten sind super überschaubar, gibt's in jedem Supermarkt und jetzt zeige ich euch noch, wie schnell das Ganze dann am Ende zubereitet ist. So, wie gesagt, kommen jetzt einfach alle Zutaten in eine Schüssel. Da müsst ihr auch gar keine Reihenfolge beachten, sondern einfach alles nacheinander da rein. Und das ist ja auch das Geniale an dem Rezept, dass es so wenig Aufwand ist, aber trotzdem super lecker und stillt jeden Heißhunger sofort. Es sind unendliche Variationen möglich, also ihr könnt zum Beispiel auch einfach euer Lieblingsgemüse, Tomaten und so weiter dazugeben. Und ja, die Basis ist wie gesagt immer der Frischkäse, Käse und Eier. Durch die Hälfte verschüttet. So, die Gewürze natürlich. Und ihr könnt in der Zeit natürlich auch schon mal den Ofen auf 180 Grad Ober-Unterhitze vorheizen. Und damit der Name auch berechtigt ist, könnt ihr jetzt zum Beispiel einfach einen Teller auf eure Schüssel geben und das Ganze gut durchschütteln. Ihr könnt es aber, wie gesagt, auch einfach umrühren. So sieht das Ganze dann aus und wir können die Masse nun auf einen mit Backpapier belegten Backblech streichen. So, ich habe die Masse jetzt gleichmäßig auf dem Backblech verteilt und jetzt kommt das Ganze für circa 30 Minuten
bei 180 Grad Ober- und Unterhitze in den Ofen.